Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich weiß, ich habe das Video euch schon gestern angekündigt, es sollte eigentlich gestern Abend kommen, aber ich bin halt ehrlich, ich war tatsächlich gestern so müde, dass ich nicht mehr dazu kam, weil ich war halt den ganzen Tag weg und als ich dann nach Hause kam, habe ich mich einfach nur ins Bett gelegt und bin eingepennt. Was eigentlich halt, ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht am Tag, ich war halt bei einem Kumpel und als ich dann nach Hause kam, war ich irgendwie so müde, dass ich mich nur noch hingelegt habe und einfach eingepennt bin. Aber trotzdem, hier ist das Video. Mir ist nämlich was aufgefallen in der letzten Zeit. Und zwar, ihr alle kennt natürlich Instagram, ne? Ja, und ich denke, ihr alle wisst, was ein GIF ist, wenn man es so ausspricht. Ja, eben, das ist ein Video, das kurz ist und lautlos irgendwie. Das ist ganz komisch. Das ist irgendwie eine Mischung aus einem Video, aber irgendwie auch ein bewegendes Bild. Also es ist eigentlich, glaube ich, viel mehr ein bewegendes Bild als ein Video. Aber es ist ein Video, aber es können Videostücke sein. So, das Ding ist, es gibt jede mögliche Arten von GIF. Vor allem Memes. Man kennt sie doch, die Memes. Ich denke, jeder von uns weiß, dass ein Meme ist. Und das brauche ich auch nicht so sagen. So, das Ding ist, ihr kennt doch bestimmt aber auch diese Situation. Ihr seid auf Instagram, seht halt irgendwie einen Kommentar oder irgendwie einen Beitrag und denkt so, boah, und hier würde ich genau dieses Meme posten. Dieses eine bestimmte Meme, das ihr bei euch auch im Handy in euren GIFs habt. Aber ihr könnt es nicht absenden, weil Instagram lässt es nicht zu. Ihr müsst dafür die GIFs von Instagram selber nehmen, weil es gibt dort extra GIFs. So, das Problem ist, diese sind nicht wirklich dafür gemacht, dass junge Leute hier GIFs senden können, sondern eher, ich weiß nicht, wenn ich mir die so anschaue, denke ich mir, also das ist eher gemacht für irgendwelche 40-Jährigen oder so, bin ich ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, das ist einfach, es fühlt sich einfach nicht toll an. Weil auf jeder anderen Plattform, sei es sogar WhatsApp, was genau wie Instagram von Meta ist, oder Snapchat oder wo auch immer, da kann ich alles senden, was ich möchte. Weil klar, ich habe hier auf meinem Handy, auf meiner Tastatur, GIFs. Ich habe GIFs vorinstalliert, so direkt so, und kann diese nutzen. Und das ist gut. Nur, was kann man nicht? Richtig. Man kann es halt nirgendwo anders so Ding. Also auf Instagram geht's nicht. Toll, ne? Mies. Oder eben auf dem Handy zum Beispiel, hab ich so ein GIF vorinstalliert. Und da habe ich eben so alle möglichen. Und das ist cool. Das ist nice, weil ich dadurch eben alle möglichen Memes senden kann, die ich möchte. Und dann bin ich aber auf Instagram, es geht nicht. Und dann eigentlich habe ich schon direkt, bin ich wieder einfach nur noch genervt. Weil, wow, man muss sich damit zufrieden geben, was man hat. Aber was hat man? Nichts. Man hat gar nichts. Es wäre wirklich so eigentlich am richtig nice, wenn Instagram es erlauben würde, dass man auch andere GIFs nutzen darf. Zum Beispiel von einer App oder so, ne? Ihr kennt auch diese ganzen GIFs-App. Wenn man das würde auch schon vieles verbessern. Weil das Ding ist, dadurch, ich hasse Instagram-GIFs. Sag ich, wie es ist. Ich würde einer Person einfach mal richtig gern ein ganz schönes GIF senden. Geht aber nicht, weil Instagram dieses nicht hat. Ja, nur irgendwelche langweiligen Sticker, die irgendwelche 40 Jahre alten Leute benutzen oder so. Aber nicht was an sich so, keine Ahnung, andere nutzen. Nein. Nein. Einfach nur, nein. Es nervt einfach. Ne, es regt mich einfach auf. Es regt mich aber richtig auf, Alter. Ganz ehrlich. Weißt, normalerweise, jede andere App kannst du nutzen. Instagram sagt so, nein, wir wollen hier keine GIFs, wir haben unsere eigenen GIFs. Nutzt diese. Wir haben seinen Humor von über 40 oder so, aber hey, nutzt unsere GIFs, Alter. Nein, Leute. Macht das anders. Weil das wäre besser. Das wäre viel besser. Warum? Weil man da einfach auch mal einen Spaß hat. Weißt, wie gesagt, man hat einfach, du hast Memes. Und die willst du deinem Kumpel senden oder so. Und der ist auf Instagram. Du kannst es nicht. Oder unter dem Kommentar, unter dem Beitrag meine ich. Ich hatte schon so oft diesen Moment, dass ich so dachte, boah, und jetzt dieses Meme senden.
Und jedes Mal vergesse ich, dass das nicht geht. Ich gehe auf meine Tastatur, will draufdrücken, und schaut dran, dass es Instagram nicht zulässt. Und dann jedes Mal denke ich mir so, ist es gefühlt wie so ein Klatsch ins Gesicht, wo ich mir denke, ach ja, Instagram GIFs, okay. Gehe ich da auf GIF, gebe ich es ein, oh, gibt's ja gar nicht. Das hier geht, ist an Instagram GIFs. Nicht an Instagram selber, sondern nur für die GIFs. Weil es regt auf. Es regt mich so hart auf. Ändert das bitte. Und das war's auch wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Zu meiner Meinung mit Instagram GIFs. Und ja, nochmal, ich hasse Instagram GIFs. Ich hasse Instagram GIFs. Mach das weg. Mach das weg. Das braucht kein Mensch. Mach das weg. Also, ciao.